Er läuft und läuft und läuft. Er heißt aber nicht Forrest Gump, sondern Janek Hergott. Und weil der als Steinmetzgeselle gerade auf der Walz ist, läuft er eben quer durchs Land. Blutige Füße und jede Menge Blasen inklusive. Inzwischen hat er aber nicht nur genügend Hornhaut unter seinen Füßen, sondern auch jede Menge spannende Erfahrungen im Gepäck. Waltzing Matilda, Waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. Ein Steinmetz bei der Arbeit. Janek Hergott, 23 Jahre alt, Geselle auf der Walz, ist für ein paar Wochen in Düren bei Köln in einer Natursteinwerkstatt untergekommen. Weit über 200 Kilo wiegt der Stein, aus dem Janek eine Kreuzblume hämmert und fräst. Die kommt dann auf ein Kirchendach. Unser gesamtes Handwerk achtet schon auf seine Tradition. Wir sehen zu, dass wir Stücke handwerklich arbeiten, aber soweit es geht, dann halt doch mit modernen Hilfsmitteln. Seit dem Mittelalter gehen diese traditionsbewussten Gesellen auf die Walz. An der Farbe ihrer Kleidung, der Kluft, kann man erkennen, ob sie mit Steinen oder mit Holz zu tun haben. Die grobe Unterscheidung, die mit heller Hose und Weste, grau, weiß oder beige, so wie Janek, bearbeiten Steine. Die in Schwarz sind meist Holzexperten. Bei vielen hat man den Eindruck, die Walz sei ihre Religion. Ich bin Atheist. Den einzigen Religionsersatz, den wir haben, ist Mathilda, unsere große Heilige, die Straße selbst. Das ist aber größtenteils auch spaßeshalber gemeint. Das Mathilda kümmert sich um uns, bestraft uns. Wir will immer Schweiß und Blut dafür sehen, dass sie uns auch mal was Gutes angedeihen lässt. Was die Gesellen auf Wanderschaft vereint, ist die Neugierde auf fremde Orte, Länder und Sitten, Lebenserfahrung und Abenteuerlust. Und auch als Handwerker wollen sie Erfahrungen sammeln und neue Techniken lernen. Daher eilt ihnen ein guter Ruf voraus, wie auch Christoph Plinz, Janeks derzeitiger Chef, betont. Wenn viel Arbeit ist, dann sind wir sehr dankbar, dass sie da sind. Auf der einen Seite, in der zweiten Linie profitieren wir natürlich immer auch von dem Wissen. Die Wandernden haben halt viel gesehen, viele verschiedene Techniken, viele verschiedene Gesteine und haben dementsprechend auch ein relativ großes Grundwissen, was den normalen ausgebildeten Steinmetzen, die spezialisiert sind auf ein Grabmal, auf den Bau, nur auf die Restaurierung, eigentlich fehlt. Reisende oder Tippelbrüder sind eigen und haben ihre eigene Sprache. Also wir hätten einmal den Krauter, den Arbeitgeber mit seinem Krautermobil, mit dem wir dann in die Krauterei kommen. Und wenn wir Pech haben, ist es ein Dallas-Krauter und man verdient kein Kies, weil er halt ein armer Krauter ist. Für alles Mögliche haben sie auf der Walz Anzugs- oder Benimmregeln, doch wenn es ums Wandern oder Arbeiten geht, sind sie relativ frei. Darüber entscheiden ihr Geldbeutel, Lust und Laune und das Wetter. Der Maßstab liegt bei 50-50, also man sollte ungefähr die Hälfte der Zeit gearbeitet haben, die Hälfte der Zeit gereist haben. Wie man das jetzt selber handhabt, ist da auch eben mehr oder weniger frei überlassen. Doch ob hämmern oder wandern, so ein Tippelbruder hat immer seine Kluft an. Und die kaufen sich die meisten nicht einfach von der Stange. Janek ist mal eben 600 Kilometer nach Osten ins tiefste Bayern getrennt, um sich eine neue Kluft maßschneidern zu lassen. Heute hier, morgen dort. Moin. Ja, moin. Tag, Janek Hergott, Rechtschaffen fremd Steinmetz. Ich bin der Peter, ja, ne? Moin. Ich brauche eine neue Kluft. Ja, gerne, jederzeit. Ja, da kommen wir in die richtige Richtung mit. Deutschleder, ja. Deutschleder, ja. Grau? Auf jeden Fall grau, ja. Hose, Weste grau und als Jacke ein Frack dunkelblau. Mhm. Hast du was? Natürlich. In die glatte Ware oder in Kurt? Glatt. Glatte Ware. Nach einem Jahr Kurt reicht es. Kein Problem, ja. Maßgeschneidert kostet. Unter 1000 Euro geht dann nichts. Also wir haben zwei verschiedene Klüfte immer dabei. Einmal unsere Arbeitskluft, die sogenannte Schniegelkluft, sowie unsere Spundkluft, die Ausgehkluft. Unsere Kluft besteht zum einen aus der Hose mit einem besonders großen Hosenschlag, teilweise von 80, 90 Zentimetern. Typisch mit den beiden Reißverschlüssen. Dazu dann die Weste mit 8 Knöpfen für 8 Stunden Arbeit am Tag. Darüber dann die Jacke mit 6 Knöpfen vorne für 6 Tage die Woche Arbeit. Außer dem Hemd, der Staude und seinem Hut will er alles neu haben. Da spielt auch die Eitelkeit eine Rolle, na klar, aber auch ganz praktische Erwägungen. Ich laufe im Gegensatz zum Normalbürger wirklich jeden Tag mit meiner Kluft rum. Und das halt dann nach Möglichkeit 1, 2 oder auch, wenn es richtig gut läuft, 3 Jahre mit den gleichen Klamotten. Die müssen natürlich sitzen wie Arsch auf Eimer. Die müssen passen, die Taschen. Ich muss genug Platz haben. Ich muss Sachen gut verteilen können. Sie muss robust sein. Sie muss natürlich auch eine Menge aushalten.
also wirklich weite Strecken zu Fuß oder schlechte Schlafplätze auch mal wegstecken können. Bitte dann. Kluft bestellt und von Markt Redwitz an der tschechischen Grenze zurück nach NRW zu seinen Kreuzblumen. Bis dann, ne? Bis dann, fixe die. Jo, fix wieder. Ciao. Ciao. Und auf geht's zum Mauritiusdom in Niederwenigern bei Bochum. 12 Kreuzblumen prangen in 25 Metern Höhe über der Stadt. Heute kommt Janeks Dritte ans Kirchendach. Baustellenleiter, sein aktueller Meister und Kamerad bei der Gesellschaft der rechtschaffenden fremden Maurer und Steinhauer, Bernd Etzel. Der kennt sich aus, war vor 30 Jahren selbst noch auf der Walz. Weil seine Wanderschaft vorbei ist, darf er anziehen, was er will, im Gegensatz zu Janek. Wie viel Handwerk und wie viel Kunst ist das jetzt gerade mit der Kreuzblume? Da ist circa, sag mal, 60% Kunst und 40% Handwerk. Wobei die Kunst natürlich auch Handwerk ist. Janek in seinem Element. Letzte Vorbereitungen für das Fixieren der Kreuzblume. Auf diesem kleinen Sockel muss die 190 Kilo schwere Blume gleich bombensicher sitzen. Der Meister hochzufrieden mit dem Werk seines Gesellen. Hat also einen sehr guten Lehrmeister gehabt, würde ich jetzt mal sagen. Und man konnte ihn gebrauchen. Hat sich sehr gut in die Mannschaft eingefunden. Sein Werk ist einwandfrei, also steinmetzmäßig hat er richtig was drauf. Fast tragisch. Wer mit Bernd Etzel spricht, spürt es geradezu körperlich. Dieser Mann hat die Walz gelebt und tut das noch heute. Ein Vollblut-Wandergeselle, der zu Hause bleiben muss. Ja, am liebsten würde man noch mal losgehen. Ne? Aber irgendwann muss man halt sesshaft werden. Und ich beneide die Jungs da immer ein bisschen. Da untertreibt er offenbar. All die Freiheiten, die Selbstbestimmtheit und Kameradschaft. Heute hier, morgen dort. Das vermissen viele ehemalige Fremde oder Einheimische, wie sie sich nennen. Okay. Die Kreuzblume sitzt. Janek wohnt derzeit bei Christian in Düren. Der ist nicht nur ein Kollege, sondern einer wie Janek und Bernd. Seine Walz ist noch nicht lange vorbei. Und weil das unter Einheimischen so üblich ist, hat er Janek für eine Weile bei sich aufgenommen. Was gefällt dir an ihm? Ja, dass er halt sehr humorvoll ist auf jeden Fall und die Gruppe zum Lachen bringen kann, wenn er will. Was ist denn bei ihm noch ausbaufähig? Ordentlichkeit. Ein bisschen aufräumen, so, wenn man auf Regie ist und so, aber das kriegt er auch noch hin. Und er will ja fürs Leben lernen. Abschied von St. Mauritius und den Kreuzblumen. Janeks Reise geht weiter, allerdings diesmal nicht alleine. Janek will mit einem alten Freund und Kamerad nach Bayern und dann Richtung Sachsen wandern.